Red, Chuck und Bombe kehren für Angry Birds 2 zurück. Im ersten Teil war es ja so der Clash der Vögel gegen die kleinen, grünen, fiesen Schweinchen. Und was uns jetzt im zweiten Teil erwartet, das ist was ja noch nie da gewesen ist. Es kommt eine dritte Partei hinzu und die ersten Parteien des ersten Filmes, die Schweinchen und die Vögel, schmieden ein loses Bündnis, um gegen den dritten Feind zu bestehen. Wer der dritte Feind ist? Nun, dafür ist es relevant, dass wir uns jetzt erst einmal den Trailer reinziehen und dementsprechend sage ich jetzt einfach mal, sobald sich meine Kopfhörer verbunden haben, das ist jetzt der Fall, 3, 2, 1 und Trailer ab. Feuer! Scharfe Soße bitte! Schweine! Hey, ich bin's, Red. Willkommen zurück auf der Vogelinsel. Ich bin natürlich immer noch ein Held und im Krieg mit Leonard und den Schweinen. Das könnte ein bisschen zwicken! Ist kein Ende in Sicht. Ach, wie cool. Vögel. Tja, Schweine und Vögel werden wohl immer Feinde bleiben. Hallo! Ich komme in Frieden! Autsch. Red, ich weiß, wir waren nicht immer einer Meinung. Aber wir haben entdeckt, dass es eine dritte Insel gibt. Aktiviert die Waffe! Oh je. Sie planen uns alle zu vernichten! Und jetzt kommt der gruselige Teil. Wir müssen unsere Differenzen vergessen und zusammenarbeiten. Verkackeierst du mich? Jeder von euch wurde ausgewählt, weil ihr die Besten seid. Die wir finden konnten. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Das wollte mein Assistent hier gerade sagen. Assistent? Du bist der Assistent. Was ist los? Okay. Grundstruppe 9! Was? Echt jetzt? Okay, Leute, packen wir es an. Das ist es, das Wahnsinnsteam, für das ich rund um die Uhr geschuftet habe? Voll die Enttäuschung. Yeah! ja. Um ehrlich zu sein, ich habe Angry Birds nie gezockt. Ich habe keine Ahnung, wer diese dritte Partei ist, aber irgendwie sehen die aus wie Sträuße. ich muss gerade mal eben hier durchflöten, was da so noch beschrieben ist. Nö. Gemeinsam, Waffenstimmen, super Team, Technik, nö, ja. Okay, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall sehen wir natürlich die ganzen Charaktere aus dem ersten Teil. Red, Chuck und Bombe. Red, das hat man jetzt schon wieder rausgehört. Natürlich im deutschen Original dann, in deutscher Sprache wieder verkörpert bzw. synchronisiert von Christoph Maria Herbst. Alle anderen konnte ich nicht raushören, wer das jetzt gerade war, muss ich ehrlich gestehen. Und es geht auch, kann ich eben, wie ich schon eingangs erwähnt habe, darum, der Krieg der Schweinchen und der Vögel geht einfach so weiter. Die einen greifen die anderen an, die anderen greifen zurück und auf einmal tut sich eine dritte Insel auf, wo eben besagte Sträuße, Straußenviecher oder was auch immer das für Viecher waren, leben, die eine krasse Ultrawaffe haben und damit die Inseln der anderen beschießen, angreifen und die Schweine und die Vögel müssen sich verbünden, um besagte dritte Partei auszulöschen. Das ist ja wirklich noch nie da gewesen. Wow! Auf jeden Fall, was das zumindest wieder rechtfertigt ist, dass der Humor, der Angry Birds ausgezeichnet hat, jetzt wieder zurückkommt in einem zweiten Teil und mich das einfach nur catcht. Es ist flach, es ist stupid, es ist dämlich, aber irgendwie ist es auch geil, weiß ich nicht. Irgendwie catcht mich das. 19. September 2019 werden wir auf jeden Fall wissen, um wen es da genau geht als dritte Partei. Ich gehe auch davon aus, dass bis dahin noch ein neuer Trailer erschienen sein wird, der uns vielleicht ein bisschen mehr Input gibt. Meine Kopfhörer haben schon wieder Probleme. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall, um jetzt wieder zum Film zu kommen, bin ich mir sicher, dass der Film schon wieder sein Publikum finden wird. Sony Pictures hätte sonst dann nie einem Sequel zugestimmt. Und so wie sich das jetzt zumindest erst einmal präsentiert, ist es zwar keine neue Idee, der Film an sich, die Story an sich, ist etwas so Uninnovatives, dass es schon zum Himmel schreit, aber der Gag der Humorstyle, der kann das Ruder tatsächlich vielleicht herumreißen? Das ist jedenfalls mein Eindruck. Wie seht ihr das? Wie befindet ihr da die Tatsache, dass es überhaupt einen zweiten Teil zu Angry Birds geben wird? Und ist das was, was euch auch catcht? Ist das euer Humor? Ja, nein, vielleicht. Bitte nicht beides ankreuzen.
So, das war's von meiner Seite. Ich mache mich jetzt ans nächste Video. Und ihr könnt währenddessen andere Videos von mir abchecken. Und zwar auf der Endcard. Dementsprechend, da geht's jetzt für euch hin. Unten eingeblendet ja schon zwischendurch meine Social Media Kanäle. Abonnieren dürft ihr auch sehr gerne. Vergesst nicht, die Glocke zu läuten. Ganz wichtig. Ansonsten schafft es YouTube nicht, euch zu informieren, wenn ich mal wieder was Neues raushaue, was ja eventuell passiert. Und dementsprechend wäre das schade. Ich würde, wie gesagt, euch dazu sehr krass animieren, wenn ihr diesen Kanal hier abonnieren würdet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich begrüße gerne immer neue Menschen hier auf diesem Kanal, die einer etwas anderen Form von Filmpräsentation nicht abgeneigt sind. Und dementsprechend war es das jetzt erst einmal wieder von mir. Und ja, die Endcard, die kommt jetzt hier gleich reingeflattert. Dementsprechend sage ich tschüss.